Es war eine stürmische Nacht. Wir waren mit dem Schiff schon sehr lange auf hoher See unterwegs. Das ist nicht das Buch, um das es heute geht. Das ist mein Logbuch, als ich noch auf hoher See unterwegs war. Und in dieser Nacht, von der ich euch gerade erzählt habe, ist etwas Außergewöhnliches passiert. Als wir mitten im Sturm auf hoher See waren, plötzlich erscheint vor unserem Schiff ein... Ja, es war groß. Und es konnte Feuer speien. Ihr wisst, um was es hier geht. Um einen... Es ist ein... Drache! Und darum geht's in unserem heutigen Buch. Es heißt Drachenglut. Und die Hauptperson in diesem Buch ist Michael. Der Michael, der lebt in einem kleinen Dorf. Und eines Tages passiert in diesem Dorf etwas Seltsames. Ein Drache erwacht zum Leben und will von Michael Besitz ergreifen. Das ist wirklich eine spannende Geschichte, das kann ich euch sagen. Und wer schon einmal, so wie ich, einen echten Drachen getroffen hat, der weiß, um was es hier geht. Ich lese euch einfach mal ein Stück vor. Zusammengerollt und verborgen vor Winternebeln und Sommersonne liegt in einer Höhle unter dem Hügelgrab des alten Königs ein Drache. Seine nadeldünne Schwanzspitze reicht bis zu der rasiermesserscharfen Schnauze. Der Körper des Drachen verschließt den luftlosen Raum wie ein Riesenpfropfen. Doch spannend, oder? Lest selber weiter. Drachenblut, das Buch über Michael und den Drachen. So, ihr Land- und Leseratten, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.